Das Emirat Katar will in einer feindlichen Übernahme das neue Finanzviertel von London übernehmen. Und weil sie dafür viel, viel Geld brauchen werden, haben sie uns zu ihrem Beauty Contest eingeladen. Wir brauchen bei der Sache unseren besten Mann. Der gesamte Vorstand baut auf dich, das weißt du. Wir haben es geschafft. Gleich werden die Verlierer wissen, wer die Gewinner sind. Sein erster Deal. Über 1 Milliarde. Jeder, der in unserer Branche arbeitet, weiß, dass dies kein 9-to-5-Job ist. Wie wir alle in diesem Haus, hat auch Jochen Walter stets die maximale Leistung für die Bank erbracht. Jochen Walter war eine allerseits hochgeschätzte Persönlichkeit. Sein Ableben ist ein großer Verlust für uns alle. Wie soeben mitgeteilt wurde, hat sich Jochen Walter, Investmentbanker bei der Bank der Deutschen, in den frühen Morgenstunden das Leben genommen. Man hat meinen Mann durch systematischen Druck in den Tod getrieben. Er hatte dort keine Freunde, nur Fressfeinde und Opportunisten. Wir müssen rausfinden, warum das passiert ist. Was ihn dazu getrieben hat. Bitte. Die Bank hat meinen Mann auf dem Gewissen und sonst niemand. Du hast im Fernsehen gesagt, das stimmt nicht. Ich habe Jochen nicht auf dem Gewissen und das weißt du auch. Jochen hat sich nicht einfach so von diesem Dach gestürzt. Das weiß ich. Ja, dann verstehe ich deine Geheimniskrämerei nicht. Du hast doch die Macht, die Bank an die Wand zu stellen. Die haben eine Lebensversicherung für Jochen ausgestellt. Und darin steht, dass im Falle seines Todes nicht seine Familie, sondern die Bank 35 Millionen Euro bekommt. Benson lügt mich an, aber ich weiß noch nicht warum. Es hat irgendwas mit unserem Deal in London zu tun. Und auf dem Dach wurde eine Kamera abmontiert, genau die, die Jochen Sprung aufgenommen hätte. Ohne diese Korrekturen nach außen hätte es die Bank einfach nicht mehr gegeben. Einfach aus. Das war ihm egal. Wir müssen wissen, warum Jochen die Bank gefickt hat. Es muss einen Grund geben. Was zählt das jetzt noch? Denkst du, dass ich Jochen getötet habe? Ihr wolltet ihn zum Sündenbock für euch alle machen. Du hast keine Ahnung, was man als Sündenbock so für ein Leben führen kann. Ich will's jetzt wissen. Alles. Wenn ich jetzt für dich fallen soll, dann fällst du mit mir. Versprochen.